Hoch über die Dächer von München zog es die Ballenberg-Familie zum 100. Geburtstagsfest, das pandemiebedingt etwas verspätet begangen werden musste. Dafür aber standesgemäß, mit Impulsen, Prominenz und Politik. Ja, ich wünsche dem Jubilar, dass er die nächsten Jahrhunderte noch genauso frisch bleibt wie die ersten 100 Jahre. Bei einem Menschen beginnt man ja nach 100 Jahren spätestens etwas zu zittern und nicht mehr seine Aufgaben so erfüllen zu können. Das Bayernwerk ist voll in Saft und Kraft und wir brauchen es noch in alle Ewigkeit. Der Tagesaktualität geschuldet waren Energiewende und Energieknappheit die bestimmenden Themen in den Gesprächsrunden im Münchner Werksviertel. Die Lage ist so ernst wie seit 1945 nicht mehr, denn eine Energiemangellage wäre eine ernste Bedrohung für den Wirtschaftsstandort, die Sicherheit unseres Landes und unseren Wohlstand. Gut, dass die Staatsregierung mit dem Bayernwerk einen starken, erfahrenen und im Land fest verwurzelten Partner hat, Partner im echten Sinne, nämlich einen Partner, der Bayern versteht, der die Geschichte versteht und versteht, wo wir stehen und wohin wir wollen. Denn das beschäftigt das Bayernwerk seit Jahren. So wurden zum Beispiel rund 350.000 PV-Anlagen in das bayerische Stromnetz integriert und neue, innovative Energiekonzepte geschaffen. Im Übrigen ganz in der Tradition des Gründervaters Oskar von Miller, dessen Vision es war, Bayern mit Strom aus Wasserkraft zu versorgen. Heute sind die Ziele nicht weniger ambitioniert. Ja, 100 Jahre ist der Blick zurück. Der Blick nach vorne, der ist viel spannender natürlich. Vor allem in Zeiten wie diesen, wo jedem bewusst wird, wie wichtig Energie ist. Und jetzt bauen wir die neue Energiewelt, die nachhaltige, die Bürgerinnen und Bürger bezahlen können und wo die Industrie wettbewerbsfähig sein darf. In 99 Jahren wird man darüber sprechen. Wir geben Gas, damit alles klappt. Bauen kann man beim Bayernwerk dabei auf ein breites technisches und gesellschaftliches Netzwerk, das auch nötig sein wird, um den anstehenden Herausforderungen gerecht zu werden. Die Feier und der Austausch zum 100-Jährigen waren dafür ein gelungener Auftakt.